kommt! Hilfe! Oh nein! Er wird mich erwischen! Es ist vorbei! Ja, so würde das Ganze aussehen, wenn ich ein Fisch im Meer wäre. Aber Ladies and Gentlemen, es gibt tatsächlich noch gruseligere Sachen als dieser Hai und diese Aktion, die ihr gerade gesehen habt. Ja, ich weiß, das gerade bei Hollywood reif und ja, ich weiß, ich hätte mir den Webvideopreis verdient. Denn wir gucken uns heute die krassesten Kreaturen im Wasser an und zusätzlich irgendwelche gefährlichen Haie und Unterwasserlabors, geheime, versteckte Labors, die kein Mensch zu sehen bekommt. Ach ja, und lasst mal ein Like da, wenn ihr Angst vor Haien habt. Wie viele Leute haben Angst vor Haien? Lasst mal ein Like da, dann schauen wir mal, wie viele Schisser wir hier in der Community haben. Ladies and Gentlemen, es geht los, wir haben als aller... Oh, warte, was? Ist das ein Hai? Yo, das ist ein riesiger Hai, der unter dem Boot ist. Ach du heilige Digga, wieso filmen die das? Ich will wegrennen. Wahrscheinlich wegrennen auf dem Boot über Wasser. Ja, Mann, schwimm doch weg, mach irgendwas. Bruder, wie riesig ist denn der? Hängt der an der Angel dran? Ich glaube, der hat den geangelt. Ich glaube, oder jetzt ist er weg, verschwunden. Der eine Typ. Jeffrey, ich hab dir gesagt, Jeffrey, du angelst nie wieder. Jeffrey, leg sofort die Angel weg. Einmal lasse ich Jeffrey angeln. Einmal gebe ich ihm Angel. Was macht er? Ich will, dass er kleinen Fisch für heute Abend Lachs, ein bisschen Fisch, damit wir schön essen können. Er angelt den ganzen Hai. Und eine Frechheit ist das. Jeffrey, willst du, dass wir draufgehen oder was? Schäm dich, Mann. Nimm dem Jungen die Angel weg. Los jetzt. Leute, wisst ihr was? Komm, ich bring euch bei. Seid nicht wie Jeffrey. Jeffrey war nicht bei mir. Wisst ihr, warum er verkackt hat? Weil er nicht Tutorial von mir bekommen hat. Also an all die, die neu einschalten und im Leben was erreichen wollen. Einfach unter mir ganz kurz auf Abonnieren, drückt mir das Rot leuchtet. Drückt drauf, ich bringe euch alles bei. Alles bei, selbst diesen wunderbaren Zaubertrick. Ja, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? All das, wenn ihr jetzt abonniert. Es geht weiter. Wir haben jetzt als... Oh mein Gott, die Zähne. Bruder, wir haben als nächstes einen Clip, wo Taucher mitten in einem Walbecken drin sind. Wieso? In einem Haibecken sogar? Ich sehe nur diesen Wal da unten und fällt mir erst auf, da ist ein Hai da oben. Jetzt juckt sie doch mal weg. Okay, der Hai schaut die an, das bedeutet nichts Gutes. Der Hai guckt die an, guck mal. Nein, 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 der Hai macht sein Maul die ganze Zeit auf und guckt die zwei Taucher an. Ey, nein, der will jetzt nicht. Ey, das sieht so aus, wie wenn der absolut gleich reinbeißen will. Der eine Typ denkt sich auch so, okay, was habe ich falsch gemacht? Guck mal, er guckt extra weg. Er hat Angst vorm Hai. Er guckt die ganze Zeit weg. Er denkt sich so, okay, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Angelika, du hattest recht. Angelika, es tut mir leid. Ich ziehe den Taucheranzug aus. Angelika, ich komme ins Bett. Wir frühstücken. Yo, wieso geht man unter Wasser in ein Becken rein, wo irgendein Hai mit 10, 20, 30 Zentimeter großen Zähnen auf dich zuschwimmen. Ich meine, der Hai sieht aus, wie wenn er Bock auf einen Snack hätte. Der sieht aus, wie wenn er heute noch nichts gefrühstückt hätte. Und wenn da so zwei so Typen herkommen, die da rumchillen, Alter, und in sein Becken reingehen, kann man ihm nicht böse nehmen, wenn er da einmal einen kleinen Snack macht, ne? Ey, Mann, würdet ihr euch das trauen, Leute? Ich würde es mir nicht trauen. 10.000 Likes, ich spring rein. Spaß, ey, komm, Spaß. 15.000 Likes und ich bin drin. Okay, warte, Leute. Der nächste Clip heißt Geheimes Hai-Labor, was unter Wasser gefunden wurde. Anscheinend gibt es unter Wasser war mal ein Hai-Labor und die haben da die Überreste gefunden oder so. Ich bin mal gespannt, ey. Also, wir haben jetzt hier einen Taucher. Der Taucher... Oh mein Digga, alter Schwede, was ist denn das? Junge! Yo, what um alles in der Welt war das denn? Die zwei Taucher schwimmen da rum? Digga! Was? Das soll anscheinend irgendein altes Hai-Labor-Experimentierding sein, was weiß ich. Was weiß ich, was unter Wasser da war, Alter, nie wieder tauche ich da, ach du Heilige. Wisst ihr, was das Krasseste ist? Das ist in der Schweiz. Das ist tatsächlich dieser Punkt, wo das gefunden wurde, ist in der Schweiz. Also an all die Schweizerdeutsch, Huchi Raschli, Schweizerdeutsch, hallo, Schweizerdeutsch, hello, hallo. Leute, ey, die sind da einfach irgendwo unter Wasser getaucht und haben überall... Das ist zu krank, warte, ich muss das nochmal sehen. Also, die tauchen da rum... Überall sind so Korallenriffe und sowas. Und auf einmal sieht man da dieses kranke Hai-Ding, wie die daneben posen und so. Die sind selber voll erschrocken, denken sich, was ist das hier? So lauter so Statuen und sowas mäßig, die da um den Hai drum herum sind. Und in der Mitte dieser Hai, das ist irgendein Experimentier-Dingsbums gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Hai ist, aber das ist anscheinend der größte Hai, der jemals gefunden wurde. Das größte Hai-Gebiss. Megalodon. Ich glaube, das ist Megalodon. Alter Schwede, ey, oh Gott, wieso gibt's so gruselige Sachen unter Wasser, ey? Wieso, oh Gott, nein, können wir nicht, wieso muss ich immer sowas angucken? Können wir nicht einfach mal Hundebabys anschauen? Okay, es geht weiter, jetzt haben wir einen, oh, ist das ein Seestern? Ist das Patrick? Patrick Star, bist du's? Crossi Krabbe Pizza? Ist die Pizza? Für dich und mich? So ein Ding? Patrick? Hallo? Ist SpongeBob auch da?
Ich weiß nicht. So, das ist anscheinend Patrick, wie er versucht, wieder ins Wasser zurückzugehen. Alter, guck mal, wie viele Füße da unten rausgehen. Habe ich noch nie so detailliert gesehen. Das ist quasi ein Seestern. Ich weiß gar nicht, können die ohne Wasser überleben? Weiß ich jetzt gar nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber der ist einfach am Zurückcrawlen. Hab ich so noch nie gesehen. Also ein krasser Clip. Das ist Patrick. Patrick in real life. Patrick! Große Krabbe! Ja! Ich hätte dann gern zwei Krabbenburger, extra Pommes und eine Cola, ja? Wollt ihr auch irgendwas, Leute? Soll ich für euch mitbestellen? Soll ich noch mal? Moment, Patrick, warte, ja? Scheiß Video. Alter, also das Ding muss ja safe auch so groß sein irgendwie. Und wenn sich das in dein Gesicht festsaugt... Ja, dann siehst du ja gar nichts mehr. So, wir haben jetzt einen... Oh, das sind diese coolen Wale. Ey, wie heißen die? Delfine. Oh Gott, Wale, wahrscheinlich in Allgemeinbildung minus 5. Wir haben hier so einen süßen Delfin. Das sind diese besonderen Delfine, die so... keine Ahnung, die so ein bisschen... Ich weiß nicht, ihr wisst ja, was ich meine. Die sehen ein bisschen anders aus. Ultra süß. Und der Delfin... Was? Der Delfin hat die Kamera gestohlen. Ja, moin Meister. Moin Meister, der Delfin hat die Kamera gestohlen. Und Kamera ist weg. Das war's. Rest in Peace, GoPro. War eine schöne Zeit mit dir. Gut, jetzt können wir nichts mehr filmen. Alles klar. Ja, er hat die Kamera gestohlen. Warte. Hä? No way. Was? Was? Der bringt die Kamera nach oben? Niemals, Brudi. Das... Warte. Bitte? Hallo? Hallo? Ist der Delfin? Hallo? Bitte warten Sie mal. Er hat's hochgebracht. Yo, das ist der schlauste Delfin, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Was macht der Junge, Alter? Er kriegt... Hä? Jetzt macht... Er will Fisch. Er will Fisch dafür. Was für ein Big Brain. Yo, ihr müsst mal überlegen. Der Typ hält die Kamera rein. Der Delfin nimmt die Kamera weg, schwimmt zum Boden. Kamera bleibt liegen. Er denkt sich, Mist, war vielleicht ein bisschen frech von mir. Nimmt die Kamera wieder, schwimmt nach oben und bringt sie dem zurück. Das ist wirklich, das ist High Quality Content. Das ist der Content, den die Menschheit braucht. Das ist der Content, der uns alle weiterbildet. So, jetzt haben wir einen Typen, der... Was sind das? Jellyfish? Sind das Quallen? Drop a follow if you love ocean animals. Sind das Quallen? This is a stinging jellyfish. Das sind gestrandete Quallen und er wirft sie zurück ins Wasser. Was ein Ehrenmann macht, oder? Back to the water. Bruder! Ehrenbruder Jake heißt der. Wirft anscheinend Quallen wieder zurück. Krass, wie die aussehen. Ich würde interessieren, wie die sich anfühlen. So bestimmt so glibberig. Krass, okay, er wirft die Qualle wieder zurück. That was the biggest jellyfish I've ever yeeted back in the water. After picking it up, this is what it Yo, warte, was? Ist das Tinte? War das Tinte oder? Warte mal. Also die Qualle hat das bei ihm gemacht. Ist das nicht so? Warte mal. Bei SpongeBob tun die doch immer so Qualle. Ne, die holen Marmelade raus. Ne, da war das falsch. Aber tun die nicht irgendwie auch Tinte oder so? Ne, das sind Tintenfische. Aber was war das dann? War das... Also das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute mit krassen High-Clips, Labor-Clips, sonstiges. Also unglaublich, was da unter Wasser abgeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, dann falls ihr neu seid, könnt ihr gerne noch kostenlos abonnieren. Nicht vergessen, ne, unter mir abonnieren drücken, wenn es rot leuchtet. Umsonst jeden Abend neues Video hier. Dankeschön fürs Zuschauen, hier aufs letzte Video klicken und Spaß haben. Ich bin raus. Tschüss.